Hallo Freunde des Küchensports, herzlich willkommen zu unserem Tellerrand TV Quickie für Räucherlachs-Tatar. Und wir fangen an, unseren Lachs zu hacken. Die hier gezeigte Variante ist eine günstige Alternative zu Thunfisch oder frischem Lachs-Tatar. Wenn ihr es mit rohem Fisch macht, muss dieser gute Qualität haben, das sonst echt scheiße schmeckt. Wie grob ihr es hackt, ist euch überlassen. Bei den Kräutern nehmen wir Dill. Koriander oder etwas Thai-Basilikum sind aber auch ein Versuch wert. Nur halt nicht übertreiben, da es sonst zu dominant wird und die anderen Zutaten untergehen. In eine Schüssel geben und rote Zwiebelbrunoise mit rein. Etwas Chili für die Wärme. Der Saft eine Viertellimette oder eine andere Zitrusfrucht, aber rein muss er, gerade wenn ihr mit rohem Fisch arbeitet. Jetzt noch ein Schuss Olivenöl, damit es nicht so trocken ist, und etwas gemahlenen Pfeffer. Auf Salz verzichten wir, da der Räucherlachs schon salzig genug ist und damit sollte man es nicht übertreiben. Jetzt gibt's noch ein paar auf die Löffel, um rühren zum Ende zu kommen. Für weitere Sternstunden, flacher Witze und hoher Kochkunst besucht unseren Kanal. Wir bedanken uns, bis nächste Woche.